Mein jetziger Interviewpartner ist der Hallenser Großmeister Uwe Bönsch. Uwe war 16 Jahre lang Bundestrainer und hat die deutsche Nationalmannschaft unter anderem zu der Silbermedaille im Jahr 2000 in Istanbul geführt. Uwe, schilder uns doch mal deine Eindrücke von der deutschen Schachamateurmeisterschaft hier in Magdeburg. Ja, das ist ein absolut super Turnier, ist das, mit ganz vielen Teilnehmern, mit motivierten Teilnehmern. Ich freue mich, hier dabei zu sein und meinen kleinen Teil dazu beizutragen, dass dieses Turnier zum Erfolg wird. Uwe, du weißt aber schon, dass deine Tipps nicht so weit gehen dürfen, dass die Teilnehmer über 2300 DWZ oder ELO haben und dann nicht mehr an unseren Vorrundenturnieren teilnehmen dürfen. Aber das wäre doch genau perfekt, wenn das etwas helfen würde. Ja, meine Aufgabe ist es, mit den Teilnehmern gemeinsam die Partien zu analysieren, Schwächen und Stärken herauszufinden und kleine Tipps zu geben. Natürlich alles nur nach der Partie. Hast du ein paar besondere Erlebnisse, die du uns berichten kannst? Ja, es gab einige junge Spieler, die sich natürlich sehr stark gefreut haben oder auch traurig waren. Das war sehr interessant. Aber auch viele Hinweise konnten beherzigt werden. Spieler, die in der Eröffnung vielleicht einen Fehler gemacht haben, da gibt es Tipps. Ansonsten dauert es immer etwas, wenn man einen Tipp gegeben hat, dann kommt ja die nächste Partie und dann kommt wieder die neue Auswertung. Liebe Teilnehmer, einfach geduldig sein. Es ist nachhaltig. Es wird sich irgendwann auszahlen. Recht herzlichen Dank. Ja, vielleicht noch so, wenn man eine Partie analysiert und es kommt vielleicht nicht genau das bei der nächsten Partie wieder heraus, nie den Mut verlieren, es kommt die nächste, vielleicht nächste Woche, nächstes Turnier, es kommen ja noch viele deutsche Schachamateurmeisterschaften, so hoffe ich jedenfalls, dort kann man dann vielleicht genau das anwenden, was man hier gelernt hat.